Bei dem heutigen Workshop haben wir uns bei den LSG Sky Chefs vor allem in dem Rundgang die Abläufe kennengelernt, die Prozesse kennengelernt. Was passiert eigentlich hier am Standort? Wo sind denn genau die Energieanforderungen hier in den Prozessen? Und dadurch versuchen wir natürlich in dem Rundgang auch ein Bild zu bekommen, was für Maßnahmen wurden umgesetzt und welche Maßnahmenmöglichkeiten sind denn noch bei der Energieeffizienz gegeben. LEEN bedeutet Lernendes Energieeffizienznetzwerk. Dem Projekt vorgeschaltet ist eine sehr aufwendige energetische Bewertung. Das heißt, da wird der Status quo in den Betrieben ermittelt. Da wird geschaut, wie sehen die Energieverbräuche aus und wo sind die Maßnahmenansätze. Diese Maßnahmenansätze werden dann auch nachfolgend nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet und priorisiert. Toll finde ich, dass das Netzwerk über 4 Jahre aufgebaut ist. Das heißt, hier ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit da. Und ich denke, dieses Netzwerk besteht auch für mich aus mehreren Komponenten. Das eine ist die Initialberatung, die vorhanden ist. Dann der aktive Austausch mit den Netzwerkpartnern natürlich, Fachbeiträge, die wir hier bekommen. Und das ganze Thema einfach mal über den Tellerrand zu blicken. Und diese Komponenten zusammen ist ein guter Mix und dienen dazu, dass wir tatsächlich hier auch was verändern können. Ich glaube, dass LEEN für das Rhein-Main-Gebiet spürbare Veränderungen hervorbringen kann. Ganz einfach, weil sich eine ganze Reihe von sehr, sehr interessanten Firmen an dieser LEEN-Runde jetzt beteiligen, die dann auch wiederum Vorbild sein können für die anderen Unternehmen. Langfristig möchten wir bis zum Jahr 2030 50% unserer CO2-Emissionen reduzieren und im Jahr 2050 100% erneuerbar sein, was Energieversorgung betrifft. Aber das sind nicht nur die Ziele der Stadt, sondern auch die Ziele der Bundesregierung. Die Vorstellungen sind die, dass wir Energieverbräuche optimieren können, nicht nur kostenmäßig, sondern auch umweltseitig, dass wir lernen, wie wir weiter damit umgehen können und dass wir das auch mit anderen LSG-Betrieben Deutschland, Europa, weltweit in dem Moment teilen können, weil wir als einziger Betrieb jetzt teilnehmen im ersten Schritt und natürlich die Erfahrungen, die wir machen, auch dann gerne weitergeben würden. Konkret verspreche ich mir von der Teilnahme, dass die Dinge, die wir bereits umgesetzt haben, einfach mit anderen Unternehmen, die ähnliche Potenziale haben, zu vergleichen, ob wir die richtigen Wege gehen oder ob wir teilweise auch einfach noch Potenziale, die noch nicht gehoben sind, bei uns noch ausschöpfen können. Wir hoffen einfach, dass dieses Netzwerk dazu beiträgt, dass sich noch andere Unternehmen zusammenfinden und gemeinsam energieeffizienter werden und was für den Klimaschutz tun.